Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Mod Spotlight auf meinem Kanal. Ich bin J28 Gaming und das hier ist die Mod Malice Stores für die Minecraft-Version 1.12.2. Ja, und damit herzlich willkommen auch nochmal von mir hier aus diesem wunderschönen Gang zu einem richtig abgefahrenen Mod Spotlight. Wir werden heute forschen Schrittes durch einen Türrahmen durchgehen. Nein, wir werden nicht durch einen Türrahmen durchgehen. Wir werden durch ganz viele Türrahmen durchgehen oder zumindest sie betrachten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Mod Spotlight der Mod Malice's Doors. Diese Mod ist ziemlich abgefahren und ja. Fügt Türen hinzu. Ziemlich viele, ziemlich krasse, ziemlich verrückte Türen. Okay, allerdings ist diese Mod ziemlich laggy, vor allem wenn man mit der etwas zu viel rumspielt. Ich würde echt aufpassen mit dieser Mod. So ein paar Sachen kann man auf jeden Fall machen. Klar, das ist überhaupt kein Problem. Ich werde zu speziellen Türen auch nochmal extra sagen. Wenn diese sehr, sehr laggy sind. Aber allgemein ist diese Mod ziemlich cool. Und zwar fangen wir mit der ganz normalen Minecraft-Vanilla-Tür an. Ihr denkt euch jetzt, hä, warum das denn? Die kennen wir doch alle. Ja, aber kennt ihr auch diese wunderschöne neue Animation? Oh, fantastisch. Und zwar gehen beide Türen, wenn ihr eine Doppeltür baut, gehen beide Türen auf und nicht nur eine. Oh, das ist so fantastisch. Schaut euch das an. Das liebe ich. Das möchte ich in Minecraft Vanilla drin haben. Klar, diese Animation verursacht Lags, aber die ist so cool. Oh mein Gott, Leute, ich liebe es. Allgemein, diese Mod hat es sehr mit Animationen. Es wurde sehr viel auf Grafikdesign gelegt, also auf Animationsdesign in diesem Fall. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich schon die nächste Tür an. Und ich mache mal ganz kurz hier was, nämlich Add Malices, damit wir da mal so ein paar Sachen sehen können. Das ist die Iron Glass Door. Und die geht zur Seite auf. Nee, Entschuldigung, das ist nicht die Iron Glass Door, das ist die Wooden Glass Door. Ich bin auch schlau. Ja, das ist richtig cool. Die geht so zur Seite auf. Wir können Pressure Plates davor setzen. Alle agieren wie normale Türen, reagieren auf Redstone-Signale. Die Iron Glass Door ist genau dasselbe, nur dass die halt ein Redstone-Signal benötigt, damit diese überhaupt aufgeht. Mit der Hand können wir hier nichts machen, wie ihr sehen könnt. Das ist die Iron Glass Door. So, Wooden Glass Door, ganz easy. Drei Holzplanken und drei Glas ergibt drei Türen. Und die Iron Glass Door dasselbe, nur mit Iron Ingots statt Holz. Okay, geht es nun weiter und zwar mit der Gefängnistür, der Jail Door. Ja, auch diese lässt sich nur mit Hilfe eines Hebels öffnen. Ja, was jetzt der Unterschied zur Iron Glass Door ist, von der Animation her ist das halt ziemlich gleich. Man kann diese im Survival schlechter abbauen, klar, weil Gefängnistür. Es kann sogar sein, dass man die im Survival gar nicht abbauen kann. Ich gehe mal ganz kurz in den Game Mode 0. Ah, doch, man scheint sie abbauen zu können. Aber ihr seht, okay, das geht tatsächlich sogar gleich schnell. Oder? Ja, ein bisschen langsamer dürfte das sogar sein. Aber ja, es ist einfach dieser Stil. So, und wenn ich jetzt den Hebel hier umlege. Ah, da habe ich mich eingesperrt. So, ja, fantastisch. Die Gefängnistür. Dann haben wir die Laboratory Door, also die Tür des Labors. Die geht nach oben auf. Das ist absolut fancy. Und das sieht so cool aus. Man muss hier jetzt oben auf diesen ja, kleinen Pinöpel draufklicken, der hier übersteht, um diese Tür dann wieder zu schließen. Dann haben wir die Factory Door, also die Fabriktür. Diese geht nach oben und nach unten auf. Auch das sieht ziemlich fancy aus. Ach ja, wie werden die ganzen Sachen gecraftet? Ich sollte das vielleicht mal zeigen. Die Jail Door, ganz einfach mit Iron Bars. Genauso die Laboratory Door, die ist ebenfalls relativ einfach. Die braucht Gold Ingots und Iron Ingots. Und dann haben wir einmal die Factory Door, die braucht halt auch Gold Ingots, Iron Ingots, halt ein bisschen anders angeordnet. So, dann haben wir die Shoji Door, wahrscheinlich aus Papier gemacht, würde ich einfach mal wetten. Ja, aus Papier, genau. Drei Papier und drei Holz ergeben drei Shoji Doors. Diese gehen auch zur Seite auf. Kleiner Fun Fact, man kann so ein bisschen durch diese durchsehen. Das soll so eine Papierwand darstellen, gehe ich mal von aus. Und ja, wenn
Wenn man den Nachbar bespannern will, dann ist diese Tür genau das Richtige für einen. Dann haben wir Vorhänge. Vorhänge werden wie folgt gecraftet, und zwar einfach aus Wolle. Vorhänge gibt es in allen verschiedenen Farben. Deshalb kommt halt darauf an, welche Wollfarbe ihr nehmt. Allerdings könnt ihr jetzt nicht verschiedene Wollfarben nehmen, um einen Vorhang zu craften. Das geht nicht. Aber so ein Vorhang geht ganz fancy auf und das sieht so cool aus. Und natürlich geht auch ganz fancy wieder zu. Das ist total genial. Also ehrlich, ich liebe diese Mod. Ich liebe sie wirklich, außer dass sie halt ein bisschen laggy ist und ich jetzt gerade hier 30 FPS habe, wobei man mit mir man sich auch nicht messen sollte. Die Saloon Door. Wir machen einen Rechtsklick auf diese und es passiert absolut gar nichts. Warum passiert absolut gar nichts? Das liegt vielleicht daran, dass wir einfach mal auf die zugehen sollen und hohoho, Alter, da geht es aber ab, du. Meine Damen und Herren, das hier ist eine fantastische Salontür. Die reagiert, wenn Spieler kommen. Wir müssen nicht mal klicken. Das ist absolut genial. Diese Tür ist der Hammer. Ich möchte echt wissen, wie er die gecodet hat. Aber okay, wahrscheinlich einfach Player Detection und sowas. Ich habe mal versucht, eine Mod selber zu coden. Das war echt ätzend und war echt scheiße. Aber gut, ist nichts draus geworden. Das war so jetzt ein Fun Fact nebenbei. Okay. Wir haben hier vorne schon gesehen, dass eine wunderschöne Animation zu den normalen Minecraft-Türen hinzugefügt wird. Dasselbe gilt natürlich auch für die Trapdoors. Auch diese gehen jetzt ganz schön auf. Und auch für alle anderen Trapdoors. Die hier sind übrigens von Malice's Doors, weil wir uns in der 1.12.2 befinden. In der 1.13 von Minecraft gibt es die jetzt ja schon in den anderen Holzsorten. Die sehen tatsächlich genauso aus. Ich frage mich, ob man Minecraft nicht von dieser Mod ein bisschen abgeguckt hat, weil diese Mod gab es vorher als die Trapdoors. also die in der 1.13. So, dann haben wir hier die Sliding Trapdoor, so ein bisschen Baustellen-Style. Diese geht halt dann in die Wand rein. Auf jeden Fall absolut fantastisch. Okay, so, kommen wir dann zu Fence Gates. Auch diese haben leicht andere Animationen bekommen. Diese ist etwas smoother geworden. Allerdings haben wir hier es jetzt mit anderen Fence Gates zu tun, wie ihr sehen könnt. Und zwar ist es eine Camo Fence Gate, nennt sich das Ganze. Die wird folgendermaßen gecraftet aus drei verschiedenen Fences. Ich habe vergessen zu zeigen, wie diese Saloon Doors gecraftet werden. So, ganz easy. Dann außerdem die Sliding Trapdoor, auch ganz easy. Dafür brauchen wir Iron Glass Doors, die habe ich auch schon gezeigt. Okay, wo das Glas drin geblieben ist, das ist die andere Frage. So, drei verschiedene Trapdoors ergeben eine Camo Fence Gate. Was ist jetzt das Besondere an diesem Camo Fence Gate? Dieses Camo Fence Gate passt sich an seine Umgebung an. Heißt, wenn ich hier jetzt einen Grasblock und da einen Grasblock habe, dann ist das eine Grastür. Yay. Und wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, gepolished Granite habe, so und so, dann ist es eine Polished Granite Trapdoor. Das ist absolut fantastisch und ja, damit kann man sicherlich ganz schöne Sachen mitbauen. Haben wir es einmal gezeigt. Einmal Block of Iron, dann sieht die halt so aus. Camo Fence Gate hier mit Jungle Wood, auch absolut fantastisch. So, kommen wir zu richtig coolen Sachen. Und zwar ist das hier die Reinforced Door, wird gecraftet aus 7 Iron Ingots. Und jetzt passt mal auf diese Animation auf. Schaut euch das mal an. Und diese Sounds. Oh, ich liebe es. Und jetzt können wir hier durchgehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wie diese Animationen umgesetzt wurden, das ist so genial. Ohne Witz, das... Oh, also von Animation her, ich kenne nicht viele Mods, die noch besser sind als Malice's Doors. Okay, Astral Sorcery ist auch sehr, sehr geil. Aber dazu kommen wir irgendwann auch nochmal, wenn ich dazu einen Mod-Spotlight mache. Okay. Dann haben wir die Garage Door. So, wir haben unsere Autogarage hier. Wir haben zwar keine Autos, aber dafür haben wir eine Autogarage. So, die Tür verschwindet nach da oben. Das ist so cool gemacht. Das ist so genial. Die Garage Door wird gecraftet aus Holz und Glas. Und das Besondere ist, wir können die selber anpassen. Das heißt, es ist jetzt scheißegal, ob ich hier irgendwie, keine Ahnung, so einen 1x2 Durchgang habe und dann so eine kleine Garage Door hier mache. Oder doch? Macht das doch was? Hebel.
Ich bin auch doof. Man muss das Ganze mit dem Hebel öffnen. Das ist das Besondere bei dieser Tür. Genau. Ja, die ist auf jeden Fall absolut fantastisch. Und wenn ich jetzt hier ein etwas größeres Tor habe, zum Beispiel sowas hier, dann kann ich natürlich auch einfach die Garage Door vergrößern. Und das ist so cool gemacht, weil du deine Türgröße selber bestimmen kannst. So. Oh, das ist so genial. Und das hier, keine Sorge, das ist nur Animation, da kann ich durchfliegen, das hat keine Hitbox. Okay. Bei der Garage Door muss man aufpassen, weil diese tatsächlich sehr leckanfällig ist. Und wenn man davon so ein paar in der Welt rumstehen hat, dann wird es tatsächlich ziemlich ekelhaft. Vor allem für PCs, die nicht so leistungsstark sind, wie meiner zum Beispiel, dann ist das schon nicht mehr ganz so angenehm. Okay, kommen wir zu diesen völlig übertriebenen Türen. Und zwar ist das einmal die Carriage Door. Wird gecraftet aus. Kann man gar nicht craften, merke ich gerade. Lol, das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann die craften. Okay, scheinbar kann man diese nicht craften. Die Carriage Door auf jeden Fall völlig übertrieben, völlig riesig. Mal sehen, wofür man die braucht. Ja, die Textur ist eigentlich in Ordnung. Auch wenn irgendwie, keine Ahnung. Ja, gut. Als Rand ist einem dann irgendwie Quarzblock sozusagen vorgegeben. Kann man nicht viel machen. Dann haben wir die Medieval Tor. Das ist so ein großes Burgtor. Auch total cool gemacht. Selbe Animation. Und man kann da auch durchgehen. Und im geschlossenen Zustand, natürlich wie bei allen anderen Türen, sollte natürlich so sein. Natürlich nicht. Okay. Kommen wir jetzt zu den Large Doors. Large Oak Door. Das ist nämlich gleich eine Doppeltür. Können wir diese craften? Ja, aus vier normalen Oak Doors. Diese gibt es natürlich auch für alle anderen Türsorten, nicht nur für Oakwood. Das kann man hier jetzt sehen. Hier haben wir für Spruce, Birch, Jungle, Acacia und Dark Oak und natürlich auch für Iron. Besonderheit bei Iron ist dann halt, dass das auch wieder nur mit einem Lever aufgeht. Dann haben wir hier die Large Rusty Iron Door. Diese wird gecraftet aus einem Iron Door und einem Wassereimer, dass wir die einmal verrosten lassen. Die hat außerdem nochmal eigene Sounds und quietscht so ein bisschen vor sich hin. Das ist auf jeden Fall auch total cool gemacht. Okay, kommen wir zu einem weiter nächsten Favoriten. Und zwar ist es die Rusty Hatch. Jetzt schaut euch das mal an. Diese Animation ist wieder mal der absolute Wahnsinn. Zudem ist sie so ein bisschen gebogen und das sieht so cool aus. Okay, gecraftet wird das Ganze mit drei Eisen und so einem Rusty Handle. Diesen sehen wir hier auch nochmal im Itemframe rumschweben. Der Rusty Handle. Insbesondere ist auch wieder nur ein bisschen Eisen. Und das Ding ist 2x2 Blöcke groß. Heißt, ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich ein 2x2 Loch habt. Wenn ihr sowas hier habt, dann funktioniert das nicht. Dann müsst ihr dann wirklich eine 2x2 Loch haben, damit ihr das Ding hier reinsetzen könnt. Übrigens, dorthin, wo ihr guckt, das bestimmt auch die Richtung, wo ihr tatsächlich dann, wo die Tür hin aufgeht. So, ihr seht schon, dass bei dieser Tür wir an dieser Stelle so komische Leitern haben. Das können wir insbesondere fortführen. Und zwar sind das diese Rusty Ladders, eine Alternative zu den normalen Minecraft-Leitern. Das ist total super. Gecraftet wird das Ganze halt wie normale Leitern, halt nur mit Eisen. Und das können wir jetzt theoretisch fortführen, indem ich jetzt hier einfach mal ganz kurz Iron Blocks hier nehme. So, und dann mache ich einmal ganz kurz den hier und den hier. So, und dann hole ich mir mal ganz kurz diese Rusty Ladders und pack die jetzt einfach mal hier hin. Und wir können jetzt hier einfach ganz easy hochklettern und die Tür wieder verschließen. Oh, das ist so cool. Okay, man muss aufpassen. Wenn die Tür noch nicht ganz zu ist, beziehungsweise diese Animation noch nicht ganz fertig ist, dann fällt man nochmal gerne durch. Okay. So, dann haben wir als nächstes noch die Hightech Door. Wird gecraftet aus Gold- und Ironglass Doors. Und ja, die geht einfach zur Seite. In der Mitte haben wir so ein Ding, welches sich verschließt. Auf jeden Fall auch ganz cool. Man kann außerdem durchgucken. Absolut fantastisch. Okay.
Dann kommen wir als nächstes zu einem ziemlich interessanten Block, und zwar ist es die Door Factory, um genau zu sein, der erste Block in dieser Mod. Und die Door Factory wird gecraftet aus einem Piston, zwei Redstone, vier Eisen und einer Iron Door, was also nochmal sechs Eisen sind. Und die Door Factory erlaubt es einen, selber eine Tür zu kreieren. Ich werde jetzt nicht genau zeigen, wie das funktioniert, da kann man gerne mal selber ein bisschen mit rumspielen. Wir können hier zum Beispiel diese Animation einstellen, was für eine Animation diese Tür haben soll, ob die jetzt einfach wie eine normale Tür aufklappen soll oder ob die wie so ein Vorhang aufgehen soll, im Boden verschwinden soll, was weiß ich, was man da alles noch machen kann. Hier könnt ihr die Zeit einstellen, wie lange diese Tür zum Öffnen braucht. 6, das wären 6 Sekunden, 60 wäre eine Minute, ne? Ist klar. Auto-Close-Delay, das ist einfach nochmal eine Verzögerung, die ihr einbauen könnt. Ihr könnt einstellen, ob das direkt eine Doppeltür sein soll, ob das eine Player-Detection haben soll. Player-Detection, das ist das hier, was wir bei der Salut-Tür haben. Ne, das könnt ihr auch bei eurer Tür einstellen. Absolut fantastisch. Wir hören einstellen, dass Redstone benötigt werden muss, also wie bei einer Iron Door, oder dass, wenn du Redstone hast, dass dann die Tür geschlossen wird und so weiter und so fort. Ihr könnt einen Sound einstellen, außerdem könnt ihr einstellen, wie die Tür aussehen soll, heißt, ihr könnt den Rahmen hier mit einem Block einstellen oder den Top oder den Bottom. Hier habe ich zum Beispiel jetzt mal Glas gemacht. Hier könnt ihr unter anderem einen Code einstellen, dass, wenn ihr diese Tür anklickt, dann kommt so ein Codefeld und ihr müsst dann euren Code eingeben und nur mit diesem Code öffnet sich dann diese Tür. Zum Beispiel 1, 2, 3. Vielleicht solltet ihr einen besseren Code als 1, 2, 3 wählen. Mit C resettet ihr das Ganze wieder. Und ja, und dann könnt ihr hier auf Create Door drücken und dann wird euch eine Tür kreiert. Das ist absolut der Wahnsinn, dass ihr euch eure eigenen Türen machen könnt. Ich finde das so genial. Okay, kommen wir als letztes zu Kraftfeldern, zu den Force Fields. Der Force Field Controller wird gecraftet aus 4 Diamanten, 2 Repeatern, einem Comparator, einem Eye of Ender und einem Obsidian. Bei den Kraftfeldern müsst ihr ganz doll aufpassen. Mit den Kraftfeldern habe ich mal meinen Server geschrottet. Das war nicht so toll. Die Kraftfelder laggen echt wie Sau. Wie funktioniert das Ganze? Das werde ich jetzt mal ganz kurz hier hinten demonstrieren, indem ich hier meine wunderschöne Garage Door einfach mal abreiße. Wir können einfach mal ein Kraftfeld erstellen. Wir nehmen jetzt den ersten Block, also die eine Ecke, und gehen in die gegenüberliegende Ecke und schwupps, haben wir unser Kraftfeld erstellt. Kraftfeld kann man übrigens nicht mit Redstone ausschalten, das ist jetzt einfach da. Wir können nicht durchgehen, nur wenn wir mit diesem Force Field Controller einmal draufklicken, dann ist das Ganze weg. Klicken wir nochmal, ist es wieder da. Dieser Force Field Controller hat eine Durability, soweit ich weiß. Ich kann es auch mal gerne nochmal nachgucken. Game Mode, ja, das war sehr schlau von mir, Game Mode 1. Heißt, wenn wir jetzt ganz viel hier machen. Ah, okay, er hat eine Durability, aber er lädt sich wieder auf. Interessant. Okay, ja, ansonsten wäre auch ein bisschen schade, weil das Item ist echt teuer. Ja, so ein Kraftfeld, da müsst ihr echt aufpassen, weil, wie gesagt, sehr, sehr laggy. So, hier auch nochmal die Ecke und schwupps, habt ihr hier ein Kraftfeld. Ich kann hier auch mal gerne ein kleineres machen, aber dafür ein höheres. So. Dann geht ihr halt praktisch von dieser Ecke runter in diese Ecke. Hallo? Diese? Diese. Muss das am Ende tatsächlich zwei? Okay. Ja, übrigens, vertikale Kraftfelder kann man auch machen. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Zack, zack. Juhu, habt ein Kraftfeld. Yeah. Okay. Das ist interessant, dass es nicht funktioniert. Also theoretisch müsste das funktionieren. Okay, scheinbar braucht man doch mindestens eine Zweierbreite. Übrigens, die Textur von dem Force Field Controller ändert sich auch. Man kann das hier nochmal sehen. Jetzt ist das hier oben orange und grün. Das blinkt die ganze Zeit hin und her. Und sowas. Das war vorhin rot, ne? Das scheint tatsächlich vorhin rot zu sein. Okay, interessant. Grün.
Rot. Okay. Anscheinend braucht man da wirklich mindestens eine Zweierbreite für. Aber ja, so kann man das Kraftfeld ganz einfach ein- und ausschalten und damit euren Server zum Absturz bringen. Gut, ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich kann echt nicht mehr reden. Aber alle anderen Türen, ja, gehen von Lag her. Ich finde die Saloon-Tour immer noch am allerbesten, ehrlich. Ja, dicht gefolgt von dieser Rusty Hatch. Die ist natürlich auch echt fantastisch. Stehe ich da jetzt so ein bisschen drin? Das ist eine optische Täuschung, oder? Nee, doch, man steht wirklich so ein bisschen drin. Ja, tatsächlich. Okay. Ja, das war Malice's Doors, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat die Mod gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben echt gerne freuen. Und schaut mal bei dem Mod-Autor vorbei oder auf der CurseWatch-Seite. Downloadet euch mal die Mod, weil die ist echt cool. Die ist super gemacht. Ich kann es echt verstehen, wie viel Arbeit dahinter stecken muss, um so eine Mod zu kreieren. Da saßen die Entwickler garantiert, oder der Entwickler ist es ja, das ist eine Einzelperson. Da saß der Entwickler garantiert Monate dran, um diese Animation zu entwickeln. Ihr müsst die Core installiert haben, die Malice's Core. Das ist eine weitere Mod, um diese Mod spielen zu können. Diese Core sorgt für die Animation, dass die gerendert werden und dass man immerhin noch 30 FPS hat. Ohne diese Core hätte man wahrscheinlich 3 FPS. Okay, Leute, das war's von diesem kleinen Mod Spotlight. Ich hab's schon mal gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Wenn nein, dann Daumen hoch. Und wenn überhaupt nicht, dann Abo. Leute, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.